Die Rostocker Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen quer durch den Rostocker Stadtteil Teutenwinkel flüchtige Autodiebe gejagt. An der Verfolgungsjagd waren 8 Streifenwagen beteiligt. Sie verfolgten die Knackerbande über mehrere Kilometer, am Ende ohne Erfolg. Laut Polizei wurde gegen 4 Uhr in der Straße zum Fuchsbau in Teutenwinkel ein BMW gestohlen. Mehrere Diebe brachen demnach eine Tür auf, schlossen den hochwertigen Wagen kurz und rasten davon. Ein zweiter PKW, offenbar ein Komplizenfahrzeug, mit dem die Bande zum Tatort gebracht wurde, war an der Flucht beteiligt. Die sofort alarmierte Polizei traf kurze Zeit später mit mehreren Streifenwagen in Teutenwinkel ein. So wurden 2 Hauptfluchtrichtungen am Dirkower Damm und in der Hafenallee gesperrt. Dennoch gelang es den Tätern zu flüchten. Die Beamten nahmen mit nunmehr insgesamt 8 Wagen die Verfolgung auf, die sogar über die Autobahnanschlüsse Rostock Nord und Ost führte. Auf Höhe einer Tankstelle in der Teutenwinkler Allee gelang es der Polizei schließlich, den flüchtigen BMW zu stoppen. Die Täter entfernten sich in Richtung der Gleise an der Petersdorfer Straße. Obwohl mehrere Beamte und ein Fährtenhund die Gangster suchten, konnten diese unerkannt fliehen. Am gestohlenen BMW entstand ein geringer Sachschaden. Er wurde sichergestellt. Die Teutenwinkler Allee blieb während des Polizeieinsatzes zeitweise einseitig gesperrt.